Herzlich willkommen bei Schwagers Barbecue. Moin. Heute machen wir ein richtig geiles Lammschaschlik. Es wird ein richtiger Gaumenknaller und welche Zutaten wir brauchen, seht ihr jetzt in der neuen Folge von Schwagers Barbecue. Viel Spaß beim Zuschauen. Ja Leute, so ein gutes Schaschlik braucht ein paar Zutaten, braucht ein bisschen Zeit, aber es lohnt sich nachher, man wird mit einem intensiven, richtig geilen Geschmack belohnt. Und hier haben wir schon das Ganze vorbereitet am Vortag. Sieht jetzt im ersten Moment gar nicht so lecker aus, aber es schlägt ein richtig genialer Duft entgegen. Knoblauch, Limette und auch ein paar andere feine Zutaten, die wir da reingepackt haben. Aber alles fängt mit der 1,5 Kilo dicken oder schweren Lammkeule an. Und die haben wir uns erstmal angeguckt und die Silberhaut befreit. Und da seid auch richtig großzügig, denn beim Schaschlik ist es so, dass wir ja, das Fleisch sehr kurz braten. Und wenn da einfach noch die Silberhaut drauf wäre, es wird einfach zäh, macht keinen Spaß im Mund, die muss ab. Ja, und dann haben wir uns den Knochen angeguckt, sind mit dem Finger drüber gegangen und haben das Ganze dann ausgelöst. Wenn ihr einen Fleischer habt, der das für euch macht, ja, spart euch ein bisschen Zeit. Und dann lebt ein Schaschlik davon, dass man frische Zutaten benutzt. Frische Tomaten, Thymian, Rosmarin, ordentlich Zwiebeln, schön Knoblauch. Wir haben uns jetzt für diesen Gartenknoblauch entschieden, weil er einfach weniger Bums hat, aber trotzdem intensiv im Geschmack ist. Und dann kommt noch eine Portion Salz rein, Pfeffer. Die ganzen Mengenangaben, die findet ihr unten im Video. Könnt ihr 1:1 nachmachen oder macht euer eigenes Schaschlik raus. Denn wir haben wir im letzten Schaschlik-Video gemerkt, dass doch die Meinungen bei Schaschlik ziemlich auseinandergehen. Das ist jetzt kein russischer Schaschlik oder das ist dies und das kommt aus dem Kaukasus, bla bla bla. Das ist jetzt ein Schaschlik, was aus der halbrockschen, slawinischen Küche kommt und sehr empfehlenswert ist. Also Leute, probiert es mal aus und schreibt es mal unten in die Kommentare, falls ihr es gemacht habt oder was ihr abgeändert habt. So, und das Ganze kommt dann zusammen mit Kefir. Der bringt noch so eine süße, so eine Säure mit, das ist das Wort, kommt das Ganze für 24 Stunden in den Kühlschrank und bleibt dann da auch da, zieht ordentlich durch. Und jetzt sind wir am nächsten Tag, es riecht fantastisch und jetzt warten schon die Spieße auf uns. So, unser Lammschaschlik liegt nämlich seit gestern Abend hier drin und war mittlerweile, also die ganze Zeit währenddessen im Kühlschrank und jetzt wird aufgespießt. Bei den Teilen müsst ihr darauf achten, wenn ihr es nicht so hinkriegt, dass die gleichmäßig geschnitten sind, dann müsst ihr darauf achten, dass ihr die längst aufspießt, damit ihr mehr Oberfläche oder so viel wie möglich Oberfläche habt, damit ihr das richtig schön knusprig und scharf anbraten könnt. Und jetzt werden die einfach nur noch aufgespießt, nach und nach. Da wir das Ganze auf dem Tornado machen, benutzen wir auch die Spieße, die hier mitgeliefert worden sind von Moesta Barbecue. Und sollte das nicht reichen, werden wir gleich noch auf die großen Spieße ausweichen. So, ungefähr so viel, so sieht ein fertiger Spieß aus und der kann gleich dann theoretisch schon auf den Grill. Aber erstmal das ganze Fleisch dran aufspießen. So Leute, ein paar Takte noch zum Aufbau. Der Aufbau ist wie folgt. Wir haben unseren Tornado hier oben drauf gepackt und zwar direkt auf den Kugelgrill. Wir haben jetzt mal heute mal den Pizzaring weggelassen, damit wir noch einen kleineren Abstand zu der Hitze haben. Eine Hitze ist eine Bullenhitze. Macht euch keine Briketts rein, macht euch lieber wenig, aber dafür Holzkohle, die richtig schön durchgeglüht ist und die knackig scharf brennt. Also hier kannst du Eisen schmieden, theoretisch jetzt. Schaschlik braucht kurzfristig sehr viel Hitze und das macht es dann nämlich immer aus. Tornado schnell eingeschaltet. So, und es geht schon los. Und dann kommen auch schon die Spieße, die ihr vorher vorbereitet habt. Ihr habt natürlich vorher geguckt, dass das einigermaßen zentral liegt. Aber bevor ich das mache, fällt mir gerade noch ein, ich sollte mal die Kohle noch verteilen, weil die noch auf dem Haufen liegt. So. Ungefähr so liegen, wie das Fleisch normalerweise jetzt hier drüber hängen würde und dann geht es auch schon los. Und dann müsst ihr im Prinzip einfach nur noch die Spieße reinstecken. Während der Tornado schon dreht, geht das auch 1A. Schönen Abstand dabei einbehalten und versuchen nicht zu verbrennen. So, schöner geht es gar nicht. Was man zu dem Tornado sagen müsste, ist, dass der
Motor auch sehr, sehr leise ist. Das ist nicht der Motor, den man kennt mit der Batterie, der etwas lauter ist. Dieser ist deutlich, deutlich leiser und ist mit einem 230 Volt angeschlossen. Demnach super perfekt und easy. Jetzt können wir uns zurücklehnen, ein Bierchen trinken und ja, das Fleisch beim Zubereiten zusehen. So, Freunde, 15 Minuten sind rum und wir haben richtig geniale Röster rum an unserem Schaschlik und die gucken wir uns jetzt mal an. Schaut euch das mal an. So muss geniales Schaschlik aussehen. 15 Minuten und das ist innen drin garantiert noch richtig saftig. Oh, und Leute, ey, ich fange an zu sabbern. Wir holen uns jetzt hier einfach mal 2-3 Spieße runter und dann heißt es gemeinsam anschneiden, probieren und da freuen wir uns drauf. So Leute, der schönste Moment ist wieder gekommen. Wir dürfen endlich probieren. Und was ich durch die Familie von meinem lieben Schwager kenne, ist, es wird nichts verschwendet. Und diese Zwiebeln, die haben das volle Aroma aufgenommen. Und wenn man das nicht übertreibt mit den Zwiebeln und so weiter, es ist eine herrliche Beilage. Und jetzt wird nicht länger geschnackt. Gegessen. Gegessen. Ja, dann. Ist übrigens heiß, mein Lieber, ne? Ach Quatsch. Prost. Cheers. Heiß. Alter, fettig auch ordentlich, ne? Ey, super saftig. Für jemanden, der Lamm nicht so gerne mag. Es kann ja schon einen sehr eigenen, starken Eigengeschmack entwickeln. Durch diese Marinade verliert es das Ganze nicht, aber es hemmt so ein bisschen den Geschmack. Und boah, super lecker. Also eine richtig schöne, frische Note da drin. Mhm. Lammgeschmack vom Feinsten. Dieses Zarte, das gefällt mir sehr gut. Und eine richtig leichte Note. Süß und etwas Schärfe da drin. Und die Limette, die bringt so eine geile Frische mit. Oh ja. Also richtig gut. So, wir lassen uns das jetzt hier schmecken. Die Familie wartet auch. Ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, zeigt es mit dem Daumen nach oben. Kommentiert das Ganze mal. Macht es unbedingt mal nach. Macht euer eigenen Schaschlik. Richtig geil. Und ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.